Scheiße, Alter. Deine Birne ist halt viel zu groß. Viel zu groß. Viel zu groß. So, servus, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nekrokon und das hier ist mein Final Fantasy Special, mein Video, was auch immer. Ich nehme das Ganze hier mit der Handykamera auf. Ich hoffe, man kann mich hören. Warum mit der Handykamera? Ganz einfach, die ist einfach immer schneller parat. So, wir sind jetzt hier in Berlin angekommen, haben sonnige 15 Grad. Vielleicht hier mal kurz eine Overview. Alles wunderbar, alles gut verlaufen und ich wünsche euch einfach viel Spaß, mal sehen, was für Eindrücke wir erhaschen können. Ja, ich würde mal so sagen, gehen wir Max besuchen, wa? So, Kinders, das ist Potsdam, zumindest die eine Seite davon. Das Ghetto. Das Ghetto. Das ist mega hoch hier. Wow. Ich habe Angst, das Handy fallen zu lassen, aber das tut man nicht alles. Das sind jetzt richtige Money Shots, die ich hier mache. Aber die Skyline, das hat halt schon was. So. Money Boy. Money Boy ist gay. Hey. Also, Potsdam ist viel grüner, als man glauben mag. Was zum Fick? Was machen die denn da? Sinnieren die über das Leben? Warten die irgendwie auf was? Heftig. Holy shit. Also ohne mich jetzt auszukennen, würde ich behaupten, das da hinten ist das Tempodrom, oder? Sieht ganz danach aus. Here we go. Wie war's? Ich werde die ganze Zeit gefragt, wie es war. War fantastisch, es war mega, es war einfach nur... Das war wundervoll. Das war für mich persönlich ein sehr, sehr großer Meilenstein. Ihr habt es am Anfang vielleicht gesehen, vor 14 Jahren, Final Fantasy X. Ich bin mir nicht sicher, ob das per se wirklich das erste Konzert war zu Videospielen, das erste Konzert zu Final Fantasy, ob es da nicht vielleicht vorher schon was gegeben hat, aber es war zumindest das erste, von dem ich Wind bekommen habe. Ich erinnere mich noch an das Bild. Das war gerade die Szene, wo Kimari zum ersten Mal zu sehen ist
oben Leinwand, ne, abfotografiert, unten das Orchester, wo er gerade brüllt. Kimari ist eh mein Lieblingscharakter gewesen und ich dachte mir, es gibt ein Final Fantasy Konzert, muss ich sehen. Mega geil. Und so ist der Wunsch entstanden, dass ich das endlich mal sehen möchte. Meine Freundin, die haben das, glaube ich, gar nicht so realisiert, dass das für mich ein riesiges Ding war. Ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, dass ich Riesenschiss hatte, denn ich bin eine Orientierungsgurke, sage ich euch ganz ehrlich. Weiß jeder, der mich kennt, ich verlaufe mich in meiner eigenen Stadt. Ist normal. Ja, ich verlaufe mich auch in meinem eigenen Zimmer, wenn es sein muss. Und da hat eigentlich schon der ganze Mist begonnen, denn ich habe auf jeden Fall das hier gebraucht. Sieht man das? Ja. Ihr wisst, was das ist. Smartphone. Ja. Gerade mit Google Maps und WhatsApp und schieß mich tot und die Bahn-App und das Ding ist, war halt erstmal eins nach dem anderen. Ja. Erstmal, was haben wir da überhaupt gesehen? Wir sind mit dem Bus hochgefahren. Chronologisch. Ja? Hochgefahren nach Berlin. Und mein Kumpel wohnt in Potsdam. Oder unser Kumpel, muss ich ja sagen. Wir sind mit dem Hacke hochgefahren. Grüße an dieser Stelle. So, und das war eigentlich ganz cool und alles ganz okay, haben uns so einen 3-Stunden-Dubstep-Remix reingezogen. Die Hinfahrt war eigentlich wirklich ganz okay. So, sind oben angekommen, haben eingekauft, ein bisschen gekocht, so das Übliche. Und dann abends, am Folgetag, war es halt so, dann musste ich eben los und dann hieß es, hey, wenn du irgendwie einen Zug oder hier so eine Bahn verpasst, alle 20 Minuten fährt da was, du kannst kaum was falsch machen. Ja, denkst du. Ich habe einmal umsteigen müssen. Für das Umsteigen hatte ich 2 Minuten Zeit. Und wie es halt so ist, du gehst erstmal rumgucken, wo ist denn das andere Gleis, auf das ich überhaupt muss? Ne? Weil das ist schon ein bisschen größer dort alles. Bis du dann endlich angekommen bist, ist der Zug dir vor der Nase weggefahren. Okay, halb so wild, hast ja 20 Minuten Zeit, ne? Okay, ich guck so auf die Tafel und es ändert sich einfach nichts. Und irgendwann bin ich halt auf die Idee gekommen, guckst du doch mal auf dein Smartphone. Und dann heißt es, der Bahnsteig, wo du gerade weg bist, da fährt der Zug nämlich genau in die Richtung, in die du möchtest. Also schnell wieder zurück, eingestiegen und dann ging es erstmal weiter. Und dann seht ihr ja im Video, also das Tempodrom, du steigst halt aus und dann heißt es, Google Maps, das Tempodrom ist 500 Meter entfernt. Okay, cool, es ist aber auch nicht angeschrieben gewesen oder so. Du hast dich wirklich drauf verlassen müssen. Ich habe nur die Bilder von innen gesehen. Ich wusste nicht, wie das Tempodrom von außen aussieht. Und da halt da auch irgendwie Menschen davor standen, selbst da noch war ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass das auch tatsächlich das Final Fantasy Konzert ist, weil das war auch nicht ausgeschildert. Da waren lauter Plakate von Acts, die da drin stattfinden, aber nicht von Final Fantasy. Okay. Hab ein paar Leute gesehen, die eine blaue Karte in der Hand gehabt haben. Da habe ich gewusst, hier bin ich richtig. Erstmal zum Merchstand, hab mir eine CD gekauft. Ja, ist hier, Distant Worlds. Die Auswahl, Final Fantasy X, Final Fantasy Series, gerade Battle und Victory Medley, alles mögliche. Also von den Namen wird uns das Ganze nicht so viel sagen, wie zum Beispiel Balamb Garden. Das kennt man dann tatsächlich von Final Fantasy VIII, weil Balamb Garden eben ein Ort ist. Und mit dem Ort verbindet man die Musik und so kommt das Ganze zustande. Aber sowas wie Not Alone von Final Fantasy IX, keine Ahnung, was das ist. Ja, kenne ich nicht auswendig, auch wenn die Lieder sehr, sehr schön sind. Da hat es also angefangen und jetzt kommen wir langsam zu dem Konzertpart. Das ist so das Kernding dieses Videos, weil, mein Gott, ich habe jeden Moment aufgesogen, meine Freunde. Der Komponist Arnie Roth ist dann dran gestanden, oder der Dirigent in dem Fall, und meint halt so oft die Art, ja, schön, dass ihr da seid, bla bla bla, dies und jenes. Und hat halt gemeint, es gibt nur eine Möglichkeit, ein Final Fantasy richtig einzuläuten. Und du als Fan denkst dir halt einfach nur, Prelude. Klar. Und was spielen sie? Das Prelude. Einfach nur, weißt du, diese Synergie, wir verstehen uns einfach. Okay. Und irgendwann, ein paar Lieder später, ein paar Minuten später, meint er halt irgendwann, ja, oh, übrigens, wir haben das Ganze natürlich Nobuo Uematsu-sama zu verdanken. Schön, dass sie da sind. Und zeigt halt kurz so ins Publikum. Alter, und da sitzt der 5 Minuten. Ja, 5 Minuten, genau. 5 Meter vor mir. Und ich hätte einfach aufstehen können und weißt du, einfach nur umarmen oder sowas. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil wäre scheiße gewesen. So. Nee, aber einfach nur krass. Dann auch der Chef von Square Enix war da. Einfach im Publikum. Weird. Mega, mega toll. Und allgemein zum Konzert, viele Stücke waren eben so, dass man neue
Lieder gespielt hat. Wenn man jetzt auf die Auswahl kommt, dann klar, das erste ist halt schon richtig cool. Also es gibt jetzt quasi 3 Distant World Stücke, 3 CDs, wie auch immer. Und bei dem waren sie halt so, dass sie gesagt haben, komm, wir wollen ein bisschen was Neues ausprobieren. Und auch Uematsu-sama hat gesagt, ja, können wir nicht Final Fantasy 6 und dies, das und jenes. Weil das hat halt doch einen sehr, sehr besonderen Platz in seinem Herzen. Ja, und war gut, war richtig gut. Also, wenn man die Lieder erkennt, ist einfach nur mega krass. Und ich bin neben 2 Fraktionen gesessen. Ja, die linke Fraktion spielt Final Fantasy 5, fängt an zu weinen. An dieser Stelle Grüße an Marielle und Alessio. Ich hoffe, dass die Namen jetzt noch richtig sind. Es ist ein paar Tage her, mein Namensgedächtnis ist halt einfach nur Käse, ne? Wissen wir alle. Aber egal, ihr wisst, dass ihr gemeint seid. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr dir das angucken wirst. Und ne, sie fängt halt an, weil sie einfach so gerührt ist, zu weinen, wo ich dann wirklich dachte, ja, Die Hard-Fan halt, schön. Neben solchen Leuten willst du ja auch irgendwie, du willst mit Leuten zusammen das erleben, die das genauso geil finden wie du. Ja, und das war halt ein Zeichen dafür, dass das eben so war. Und rechts hat gerade Bellum Garden gespielt, ja, das ich vorhin erwähnt habe, von Final Fantasy 8. Und es ist auch so, dass am Anfang er sagt so 3-4 Lieder an oder so und aus welchen Final Fantasies die sind oder auch nur ein Lied, ist ja auch Wurst, aber oben kommt dann auf dieser Leinwand zuerst das Logo, aus welchem Final Fantasy das ist und dann halt ein paar Spielszenen. Da steht ganz groß Final Fantasy 8. Da fangen sie an, Bellum Garden zu spielen und die so, woher kenne ich das? Woher kenne ich das? Also die Frau rechts neben mir, ne? Und ich denke mir halt einfach nur, Bitch, guck auf den Monitor! Ja, guck auf die Leinwand! Da steht's doch! In großen Buchstaben! Sogar mit Logo! Egal. Ich denke, es war eine Online-Playerin, weil wo Arnie Roth in die Menge gefragt hat, hey, wie schaut's denn aus? Ne? Hier? Wer kann mit Final Fantasy 11 was anfangen? Halt deinen Mund. Final Fantasy 11, also online, tut mir leid, ist nicht meins. So. Dann gab's halt echt noch so zwei, drei Sachen. Ich weiß nicht, ob ich sie euch jetzt reinschneiden werde. Ich habe ein Video gefunden. Ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen reinschneiden und werde die auch noch untertiteln. Hängt aber ein bisschen von der Qualität ab. Ja, ansonsten müsst ihr euch jetzt einfach das vorstellen, wie ich es euch eben erzähle. Arnie Roth irgendwann steht halt dran vorne und meint, ja, wenn ich so oben hingucke, dann zähle ich schon Final Fantasy 14 Teile, ne? Also Realm Reborn wieder online. 14 Teile und der 15. Teil ist ja angekündigt. Ja, und das Publikum fängt an zu toben. Langsam beruhigt sich das Ganze wieder auf einmal links oben. Ja! Fängt voll an rumzuschreien. Exactly, ja. The footage goes up through 14 and I hear that 15 is coming out September of this year. Of course, we say, finally, right? We've been waiting for a very... Yeah! Das war halt krass. Und dann sagt er, ja. Und das Final Fantasy VII Remake ist ja nicht mehr weit. Und der Saal ist explodiert. Da war einfach nur, da war die schiere Hölle los. Und dann guckt er halt so auf Uematsu-sama und den Herrn von Square Enix, dessen Namen ich mir auch leider nicht merken kann. Sagt halt so. By the way, why don't we all give Seitro-san a little message here? Please hurry up with that Final Fantasy VII Remake! Bitte beeilt euch mit dem Final Fantasy VII Remake. Ja, der Saal fängt voll an zu lachen und alle klatschen und alle toben. Sagt, tut mir leid, den konnte ich mir nicht verkneifen. Hat er auch absolut recht, wir warten da immer noch drauf. Und die beste Stelle war halt im Endeffekt zum Schluss. Kam dann Uematsu-sama auf die Bühne und meint halt so auf die Art so, ja, die wollen mehr. Also gerade diese Szene werde ich auf jeden Fall einblenden, aber ich werde sie trotzdem nochmal kurz erzählen, wie ich sie empfunden habe. So, ja, wie es aussieht, wollen sie mehr. Und dann sagt er, ja, okay, ne, wir hätten da schon was. Und dann sagt er, ja, er wird gerne im Chor singen mit denen, die halt da sind. Und dann sagt er, ja, okay, mach halt so auf die Art, mach's halt allein. Das so, no. With you, I want to do it with you. Ne? Together. Und so, ja, schon, aber wir werden die Hilfe des Publikums brauchen. Dann so, ja, es ist ein Wort und ihr kennt es. Maybe.
Nobu Uematsu wants to sing in Berlin. Solo. Solo! No, please not. I want to sing with them. Choir, with choir. Okay? We have one more classic that we could do. You can even join in. There's a word you know, right? We're going to ask, Nobu's going to join the choir on this, and you can jump in on this word. Ladies and gentlemen, One Winged Angel. Sephiroth. Da war ich derjenige, der yeah geschrien hat, denn die haben am Anfang so eine Playlist veröffentlicht über Facebook, welche Lieder sie denn spielen werden. Und so gut die Playlist auch sein mag, aber One Winged Angel ist halt doch eins meiner Lieblingslieder, gerade in der orchestralen Version. Und das war halt nicht aufgeführt und klar, ist natürlich dem geschuldet, dass sie neue Sachen bringen wollen, müssen und können. So, und dann kommt plötzlich dieses Ding. Das war halt einfach nur der Oberhammer. Das war der perfekte Abschluss. Der ganze Tag. Dankeschön. Danke an all diejenigen, die es möglich gemacht haben. An meine Freunde, die mich unterstützt haben, dass ich da pennen konnte, dass wir da hochgefahren sind, dass man mir geholfen hat mit den Zugverbindungen, ja, weil man genau gewusst hat, dass ich so ein Orientierungslulatsch bin. ja, war wirklich ganz, ganz großartig. So, die besten Momente. Es ist halt schwer, weil es alles so toll war, aber ein Moment ist mir besonders hängen geblieben und das war Final Fantasy X, Hymn of Faith. Ja, die Hymne des... Was heißt denn Faith? Keine Ahnung, mein Englisch ist jetzt gerade einfach nur... Egal. Und plötzlich fängt halt der Mann an zu singen, so richtig so Opernchor und danach die Frau und ganz, ganz groß. Das Ding, das war halt... Ja, wie gesagt, Lebenstraum erfüllt. Will ich noch irgendein Konzert sehen? Vielleicht nochmal ein richtiges Zelda-Konzert. Ich war auf dem Symphony of the Goddess, aber das fand ich um Welten nicht so gut wie das, was ich da gesehen habe. Immer wieder gern. Wenn es nochmal in München oder so spielt, ich werde auf jeden Fall hingehen. Schon allein, weil ich nicht mit meiner Freundin da war. Die war leider verhindert, Urlaub und so, ne? Aber ansonsten, mega, mega geil. Mein Name ist Nekrokon. Das war der Final Fantasy Vlog. Konzert, Special, Video, Dingens. Bis dann.